Schwuppdiwupp. Ich würde gerne hier einmal abbiegen. Wir dürfen eh rechts abbiegen, also tschüss. Ihr hättet eh jetzt rot gehabt, das habe ich ja gesehen. 55 Meilen die Stunde. Und meine Musik ist schon wieder weg. So. Das merke ich immer erst ein bisschen verzögert, das ist ein bisschen dämlich. Leute, fahren, Gummi geben, ich will nicht bremsen. Ich fahre schon nur 55. Und sie fahren trotzdem noch lahmer als ich. Oh, hier sind immerhin 80. Hier darf ich mich jetzt ausfahren. Das ist schön. Oh, da war ich. Gleich mal ein Stück zu hoch. So. Oh, es riecht schön nach Kuchen im Haus. Das finde ich richtig schön. Gibt's heute Nachmittag erstmal lecker Kuchen. War das jetzt mein Handy, was vibriert hat? Nö. Das klang so komisch. Das war wahrscheinlich auch nur irgendwas vom Lenkrad her. Ach ja. Da hinten wird es langsam hell, die Sonne geht auf. Ist doch schön. Da haben wir es gerade mal 6.12 Uhr. Oder 6 Uhr. Sag mal, 6.15 Uhr. Viertel 7. Quatsch, Viertel 6. Entschuldigung. Nee, doch, oder? Nee, Viertel 7. Ich bin doof. Ja. Das habe ich mir gerade selbst durcheinander gebracht. Da habe ich mich gerade selbst durcheinander gebracht. Einmal raus mit uns. Was bremst ihr denn so? Dankeschön. Habt ihr mich gerade von meinen 80 abgebracht auf 50 runter? Doofe Polizei. Könnt ihr doch nicht machen. Der LKW genauso. Hätte ja wenigstens sehr schneller fahren können. Kann ich auch gleich mal ausbremsen. Wirst du sehen, wie das ist. Nicht schön. Nicht schön ist das. Kannst du wissen. So, hochfahren. Autsch! 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 Was war das denn? Was macht man denn da für einen Scheiß? Wo hänge ich denn? Wo habe ich denn hier so eine scheiß Collision Box? Ich komme da nicht durch. Ja, klasse. Super. Da kriege ich hier überhaupt kein Geld mehr raus. Was war das denn für ein Scheiß? So weit drüben bin ich doch gar nicht gefahren. Na prima. Jetzt ist es dahin. Jetzt können wir den Auftrag eigentlich schon fast abbrechen. Raus kriegen wir da eh nicht mehr. Glücklicherweise müssen wir keine Strafe zahlen oder sowas dafür, dass er zu beschädigt ist. Ach man, das ist doch jetzt schon wieder dämlich. Das finde ich schon wieder nicht schön. Glücklicherweise haben wir noch keinen eigenen LKW. So dass wir das nicht selber bezahlen müssen, die 10% am LKW. Das geht ja glücklicherweise nicht mit in die Wertung ein. Also in Anführungszeichen in die Wertung. Ach man, das regt mich jetzt schon wieder auf. Wegen so einer dämlichen Collision Box. Also hier wegen dem raushängenden, wegen der raushängenden Leiter vom Traktor. So gesehen. Und dieser dämlichen Leitplanke, die dann so bescheuert auf die Straße gesetzt war, dass sie nicht bündig mit dem Beton, mit der Betonleitplanke abschließt, sondern halb auf der Straße hängt. Es ist schon wieder total dämlich, finde ich.
So. Logischerweise werde ich jetzt auch nicht noch durch Reno durchfahren. Sondern nur noch hier lang. Das hat es mir jetzt nämlich versaut. So. Da vorne darfst du jetzt gleich mal wegfahren, sonst blinke ich dich jetzt nämlich aus. Cool. Schöner Spurblockierer. Hab ich den. Du willst mir jetzt nicht erzählen, dass ich den jetzt auch noch mitgenommen habe. Och ey, das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Okay, ich revidiere mich. Ich fahre doch nicht mit 50.000 knapp rein, sondern nur mit 40.000. Hm. Danke, liebes Spiel. Ich revidiere meine Aussage von vorhin. Das Spiel macht auch keinen Spaß mehr. Und warum steht ihr jetzt hier schon wieder halb rum? Was soll das jetzt? Das ist auch sowas Schönes, warum ihr jetzt hier rumsteht und nichts macht. Aber das hat man gerade wieder schön gesehen. Das ist das typische Beispiel. Einfach mal, ich fahre mal auf der linken Spur. Hm. Ist ja egal, wenn jemand überholen will. Rechts ist zwar komplett frei, aber ich fahre mal links. Ach je. Sowas schlägt auf die Laune. Das ist nicht schön. Ich fahre jetzt hier außen vorbei. Der ist mir zu lahm. Ja, so ungefähr. So ungefähr. Ja, juhu, wir gurken statt mit 70, mit 40 um die Kurve. Oder mit 50. Ja, ist okay, Lenkrad. Ist okay. Alles wird gut. Ich bin ja da. Leute, schließt doch mal wenigstens die Lücken auf. Wieso darf man hier eigentlich nicht überholen? Das ist doch der größte Scheiß. Wisst ihr was? Ich hau jetzt mein Tempomat auf 50 und dann ist gut. Hallo. Danke schön, dass du wenigstens vor mir ein bisschen beschleunigst. Dass ich nicht ganz mit 30 hier lang muss. Ach je. Darf sich der Verkehr jetzt hinter mir auch ärgern? Jetzt fahre ich mich auch nur langsam. Oder auch nicht. Vor allem hier. Der fährt so noch nicht mal. Hier sind 70 Meilen. Der fährt so noch nicht mal 70. So, Pech. Jetzt bin ich vor dir. Der fährt so 50. Das ist ein Auto. Der könnte 70 fahren. Der soll 70 fahren, wenn 70 sind. Mann, 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 Mann. Und es war dann wirklich nicht so, dass die Kurve irgendwie... Oder dass da überhaupt eine Kurve war. Da war ja nicht mal eine Kurve. Noch nicht mal mehr eine Kurve. Ich kann schon nicht mehr reden vor Aufregung. Mensch, 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 Mensch. Nicht schön, nicht schön, nicht schön. Das heißt eigentlich nur noch ganz schnell ankommen. XP sollten wir auch fast keine kriegen. Es ist einfach nur noch Schaden. Wir können einfach nur noch den Auflieger abgeben. Dann werden wir uns auch keine zusätzliche XP holen. Ich will den einfach nur noch loswerden. Einfach nur noch weg damit. Und wir vielleicht noch 1 Euro oder 1 Dollar rauskriegen. Es wird ja leider nicht prozentual vom Schaden. Also der Schaden, der prozentuale Schaden wird ja leider nicht prozentual so von dem, was sie normalerweise kriegen würden, abgebucht. Der wird ja einfach, ich weiß gar nicht, wie das gemacht wird, aber nicht prozentual so, wie es ist. Leider Gottes. Deswegen können wir einfach nichts kriegen. Ja, ist doch okay. Tut mir leid, dass ich die Kurve etwas schneide. Wie weit ist es noch? Ne, das wollte ich nicht. 2 Stunden 30. Ob wir das noch überleben? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja, wir sind schon in Reading angekommen.
Da habe ich für die 200 Meter vom Gas runtergehe und langsamer fahren würde, also bitte. Erster Aufenthalt in Reading. Oder Reading. Wie man das auch immer will. Ey, ich könnte kotzen. Also ob da jetzt schon wieder eine Polizei stand und mich geblitzt hat. Nur weil ich ein Stück schneller war. Und über die Ampel fahren wollte. Können die nicht einfach mal ihre Geschwindigkeitsmessungsgeräte auslassen? Das wäre sehr freundlich. So. Fahren wir zur Not halt doch nur noch das Let's Play in 30 km/h. Dann können wir auch nie mehr geblitzt werden. Hat es wenigstens etwas. Einen kleinen Vorteil. So, dankeschön. Guten Tag, Herr LKW. So. Lass mich doch wenigstens raus, den habe ich auch nicht berührt, aber lass mal's. Da war ich noch Welten von entfernt. Das ist so, ich komme auf die Autobahn, anstatt dass die einfach rüberfahren. Nö, ich bleibe auf dieser Spur. Ich bleibe da. Ist mir scheißegal, ob du auf die Spur bist, sollst du doch bremsen. Ich fahre auch in dich rein. Ist ja gar kein Problem. Ich bremse auch noch extra, damit du hast recht, in mich reinfährst. Ah. Das regt mich auf. Nein, du darfst nicht überholen. Ich sagte, du darfst nicht überholen. Wieso überholst du? Ich hab dir gesagt, du darfst nicht überholen. Ich fahr jetzt mit dich. Ich ärgere jetzt die Leute. Nein, Spaß. Ich mach das ganz anders. Ich habe jetzt eine bessere Idee. Ich fahre jetzt diesen Auftrag noch zu Ende und beende die Aufnahme. Und dann mache ich eine neue Aufnahme, wo meine Laune wieso besser ist, wo wir dann unseren, den neuen LKW kaufen. Das ist, glaube ich, die bessere Idee. So, ich will eh in die andere Richtung. Ja, halt! Den habe ich um Weiten nie mitgenommen. Also bitte. Da war ich schon 10-mal vorbei. Oh, nee. Ganz ehrlich, diese Hitbox von diesem Auflieger ist so scheiße. Da haben wir jetzt gefühlt so viel bezahlen müssen, wie wir für diesen Auftrag gekriegt hätten. Ungefähr, ja. 4.000 verloren, wir würden 4.900 kriegen. Was kriegen wir? Wahrscheinlich nicht. Oh je, das ist so ein schöner Minusauflieger. So. Komm, ich fahre am besten noch schnell. Nochmal zu schnell, dass hier irgendwo ein stationärer Blitzer aufgebaut wird. Schnell. Direkt vor meinen Augen. Und mich dann nochmal blitzt. Oh, nee. Nee, du. Nee. Ist nicht wahr. Ist einfach nicht wahr. So, ich möchte jetzt nicht noch extra einparken. Sorry, bin gerade in Eile. Rücksichtslos. Minus 9000. Cool, wir kriegen nichts. Nichts, aber wirklich exakt nichts. So, und damit das jetzt noch nicht weitergeht, beende ich hier die Folge und sage tschüss, schönen Tag noch und bis zum nächsten Let's Play. Tüdelü.